Ich weiß es aber nicht, also ich hatte da jetzt als Spieler nicht vor zu lügen. Ja, dann bist du dir nicht sicher, also. Also ich mach mal eine Überreden Probe. Also ihr seid euch sicher, das ist nicht unbedingt gelogen, aber er ist ja sehr unsicher. Der Vadaios lässt das auch so anklingen, als dass es wirklich sein könnte, dass dieser Beutel ausgetauscht sein könnte. Es sind noch nicht 100 Steine drin, ne? Es sind einfach irgendwie ein paar Kieselsteine, die ungefähr das gleiche Gewicht haben. Also wie ich sagte, ich war hier in Kunshum schon oft unterwegs. Es gibt hier sehr viele Beutelschneider und es ist ja auch nicht schlimm, jetzt ist sie nun mal weg. Aber ich denke nur, die Gruppenkasse, die sollte dann jemand haben, der vielleicht das Geld gut bewachen und besser verteilen kann. Vielleicht jemand, der sich ebenfalls auskennt in solchen Städten. Ich würde es nehmen, aber ich kann nicht zählen. Vielleicht sollte es jemand neben mir zählen können. Ich kann ziemlich gut zählen und ich denke, ich kenne mich auch in Städten aus, aber ich denke, dass wir erstmal, also ja, ich bin dafür, dass wir so eine Art Familienkasse hier gründen für unsere Gruppe. Nicht gut. Wenn ihr das Gold haben wollt, dann nehmt es. Mehr als drauf sitzen kann ich auch nicht. Nein, wir wollen ja davon auch noch die Ausrüstung zurückkaufen, Jalan. Also meine Axt ist schwer mitgenommen, meine gesamte Kleidung ist kaputt. Ich denke, dass wir alle neue Kleidung brauchen und jeder möchte wahrscheinlich seinem Stand entsprechend gekleidet sein. Also, was haltet ihr davon? Ich werde morgen mit Dexter Nimtod reden. Nimrod. Und Eure Exzellenz ist es. seine. seine Exzellenz wissen. Na, seine Sie eigene. heißt Er seine ist seine Exzellenz. Exzellenz Dexter Nemrod. Er ist Reichsgroßgeheimrat und der Baron von irgendeiner Stadt. Aha, na gut. Dann seine Exzellenz. Ja, das werde ich morgen auf jeden Fall machen und vielleicht könnt ihr euch in der Zeit schon mal zusammensetzen. Rodrigo, wenn du gut zählen kannst, kannst du das Geld ja zählen. Und jemand schreibt auf, was wir alles brauchen. Und wenn ich wieder da bin nach dem Gespräch, werde ich mit euch rumgehen, weil ich mich hier in der Stadt sehr gut auskenne und so wie scheint und die Jan auch und wir werden die Sachen besorgen. Was haltet ihr davon? Ja, natürlich. Ich habe Dexter Nemrod ja bereits versprochen, dass wir dafür sorgen, dass wir anständig ausgerüstet sind. Von dem Gold, das er uns gegeben hat. Wie? Daran möchte ich mich auch beteiligen. Also, meine Gefährten, denen ich auch mein Leben anvertraue, die sollen hier nicht mit Waffen, die kaputt gehen, kämpfen müssen. Daran soll es nicht scheitern. Also gut, dann ruhen wir uns jetzt hier erstmal richtig gut aus und schlafen nicht mehr in Bäumen oder auf Schiffen oder in den Bergen oder im Sumpf. Und dann können wir morgen gestärkt die Schulden zurückbezahlen und uns durch die Stadt wagen und gucken, was hier so auf uns wartet. So hatte ich es vorgeschlagen. Alle einverstanden? Also ich will mir noch so ein Hausboot organisieren. Ein Boot? Dafür reicht das Geld aber nicht. Nein, also ich möchte keins kaufen, aber ich möchte auf einem schlafen. Sondern, Rorschach, gibt es da nicht auch irgendwie so etwas, wo man sich Heute Nacht einen. oder ab morgen? Am liebsten heute Nacht schon. Es ist sehr spät. Vadaios wollte nicht direkt ab morgen. Dann kann ich mich morgen Nachmittag bis Abend in Ruhe umsehen und kann meine Kontakte anknüpfen und kann euch etwas besorgen. Und wenn ihr möchtet, hole ich euch auch den Reihermann, den ihr wolltet. Es muss Lächelt kein ihr Rahe, freudig Mann. zu. Ja, okay. Aber nochmal was anderes hier mit der Okuri. Meine. Also, wenn der Harrier Ben Shidata jetzt vorhin so weggelaufen ist und der irgendwie gesucht wird von der Stadtgarde, was ist denn da mit seinem Schiff? Ich meine, ist das dann nicht kapitänslos? Vermutlich ist es von der Stadt beschlagnahmt worden. Na, das spielt uns doch aber in die Hand, wenn wir dort Kontakte haben. Kommt da nicht der erste Mat und wird automatisch Kapitän? Vermutlich Nee. haben sie den mit hochgenommen, so wie die gesamte Mannschaft. Bei Piraten gilt mitgefangen, mitgehangen. Oh. In Ordnung. Meinst du, das war noch kein Piraten? Ich Ja, glaube nicht, Mann, dass die Schmuggler. Stadtwache von Kunchon oder die KGIA, wie auch immer das war, da einen allzu großen Unterschied macht. Sollten sie aber, sollten sie aber. Also ich meine, das Schiff ist noch nicht abgeschrieben. Ich kann ja mal morgen mich im Hafen umhören, was da passiert ist. Genau, und Rodrigo, ich wollte mich vielleicht im Ingrim-Tempel umhören nach zuverlässigen Schmieden. Wolltet ihr da mitkommen, oder? Ich würde ganz gerne abwarten, ob wir dafür die Unterstützung von der KGA in irgendeine Richtung bekommen können.
denn ich habe mir mal sagen lassen, dass man Kettenhemden ganz besonders gut machen kann, wenn man einen Meisterschmied findet. Und da würde ich ganz gerne ein vernünftiges Kettenhemd, eine vernünftige Waffe kaufen, sofern es irgendwie im preislichen Rahmen drin ist oder wenn die KGR vielleicht mal ein gutes Wort einlegen kann. Ich habe gehört, dass es gar nicht so schwer ist, aber nur lange dauert, weil man die Ringe einzeln verschmieden muss. Auf jeden Fall, ich will das jetzt ganz gerne konkret haben. Beim letzten Mal war das ja alles so unkonkret und jetzt will ich es konkret haben. Jalan, Familie und Familienkasse, beides ja oder nur eins von beiden? Oder gar nichts? Ich habe es euch bereits gesagt. Wenn ihr Gold braucht, nehmt es euch. Nein, das ist keine Antwort auf meine Sache. Ich will eine konkrete Zusage oder Absage. Es gibt Familie, dass wir uns eine Familie machen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir eine Gruppenkasse anlegen oder Familienkasse, oder wie auch immer wir es nennen wollen, nennen wir sie jetzt erstmal Gruppenkasse zur Einfachheit halber. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, dass wir nur eins von beiden wollen oder beides nicht wollen. Ja, dann, wie ist eure Entscheidung? Um Himmels Willen, ja! Ja zu beidem oder nicht? Wenn ihr noch weiter poolt, schmeiße ich euch von diesem Dach. Jalan, beim letzten Mal war das nämlich so schön. Brindisi sagte, nein, ich gehöre nicht zur Gruppe und das habt ihr mir heute nochmal aufs Brot geschmiert. Ich werde jetzt jeden Einzelnen so fragen. Also, ja zu beidem oder nicht? Ja. Gut. Washer. Ja? Gleiche Frage. Hatte ich doch schon gesagt, nicht, oder? Sie hat nicht zugehört. Ich hätte ganz gerne trotzdem jetzt eine konkrete Antwort, denn ich werde jeden fragen und nach euch werde ich mich selber auch dazu stellen. Ich bin definitiv dafür, dass wir mehr als Familie zusammenwachsen und deswegen auch brüderlich und schwesterlich teilen. Also ich bin auch dafür. Also ja zu beidem, sagt ihr, Wascha? Nickt. Gut, ich bin auch für beides. Was ist mit euch, Ephedaios? Ich auch. Zu einer Crew und einem Schiff, da gehört das Tau und das Segel und das Steuer. Das muss alles tipptopp sein. Und die Crew? Und eine Crew ist im besten Fall wie eine Familie. Also ja und ja. Gut. Brindijan, ihr habt bisher noch gar nichts gesagt, seitdem das Thema Familie und Familienzusammenhalt angesprochen wurde. Wie gesagt, ich würde gerne weiter mit euch zusammen reisen und dann natürlich auch nicht so wie damals im Dschungel. Damals war es etwas anders. Da war ihr eine militärische Gruppe und ich euer Führer. Ich habe mich trotzdem zu euch gefühlt, aber wenn wir jetzt zusammen weiterreisen, dann reisen wir gleichwertig und rechnen alles miteinander ab. Wie eine Familie. Gut. Und dann schaut man wieder Myrian. Myria? Ja, ich bin auch dafür. Schön, dass ihr mich fragt und dass ich nicht übergangen werde. Nein, natürlich nicht. Das heißt auch, dass das Angezicke aufhören muss. Und diese kleinen Sticheleien. Denn dann und keine schönen Rauschen in Rondes Lust. Wenn das die Familie üblich ist, dann gibt's schon mal einen Klaps. Zumindest nicht gegen euch. Aber Jalan hat das ab und zu verdient. Weil er macht ja sonst meistens sehr dumme Dinge und dann weise ich darauf hin. Und dann wird das hoffentlich mal besser. Irgendwas habe ich bereits getan, was er mir nicht geschickt hat. Und keine schönen Augen mehr zu Rondrigo. Ja, der gehört ja eh euch. Oder den Söldnern. Oder den Magiern. Oder den Landstreichern. Ihr könnt ihr doch nicht alle Männer verbieten, Jalan. Ja, die Magier nicht unbedingt, aber die anderen schon. Ich kann und ich werde. Wieso? Das macht man in der Familie aber nicht. Zu, kuschelt sich so ein bisschen an den Arm von Brindijan, den sehr, sehr hageren Arm. Aber das ist so schön, dass ihr das sagt. Wahrscheinlich kleiner ist als sie. Ja, untermutig. Ihr könnt ja einfach mal ihren Vater fragen, was der dazu so meint. Ah, Brindijan, ich hatte vor, mit dem Washer morgen, wenn ich mich etwas eingekleidet habe, und beziehungsweise wir uns auch eingekleidet haben und vielleicht auch erst die Schulden bezahlt haben, dass wir sozusagen diese ganzen Lasten erstmal los sind, in den Raya-Tempel zu gehen. Habt ihr beiden denn Lust mitzukommen als Doppelpärchen? Brindijan, würfel mal Sinnschärfeprobe. Jalan, Wascher. Myria lehnt sich gerade rüber und flüstert gerade was in Jalans gutes Ohr. Und Brindijan kann das vielleicht noch hören. Das tut er. Ja, und mein Bruder auch, murmelt sie. Das war wohl auf das bezogen, dein Vater wird sich mögen und mein Bruder auch, so nach dem Motto, was auch immer das mit ihrem Bruder ist. Das hat sie Jalan ins Ohr geflüstert? Genau, in Bezug auf dich. Ja, das ist doch schön, wenn ihre Familie mich mag. Ja, richtig. Um Himmels Willen, ich sehe zu, wo ich hier eine Rasur kriege. Ja, damit erhebt Jalan sich und marschiert erstmal mit Tropfen im Eiern weg.
Jalan, gute Idee, ruft er dir doch hinterher. Denk dran, ich muss mir auch noch ein Rasiermesser kaufen, ein neues. Ich sehe nämlich aus wie ein, als wenn ich gerade aus der letzten Höhle gekrochen wäre. Ja, und dann Bart hat er auch noch. Ein Bart kann perfekt. Sehr schön sein bei einem Mann. Er versteckt teilweise auch ein hässliches Gesicht. Nicht bei dir natürlich. Was entschuldigt. Ja, ich muss wieder meinen Bart so tragen, wie ich am Anfang getragen habe. Das ist, was ihr noch gar nicht so kennengelernt, aber ich trage normalerweise meinen Bart hier sozusagen, Oberlippenbart und dann so ein bisschen nur an den Seiten runter. So richtig männlich. Mhm. Würfel mal überreden, Lügenwascher, wenn du meinst, dass das toll aussieht. Du versuchst langsam in Zeitlupe, nickt sie. Ja, genau. Also, Leute, ich glaube, mit meinem Bart hier könnt ihr nicht mithalten. Schaut euch diese Farben an. Ich meine, seit Wochen. Du glaubst das auch noch, man küsst Wascher zum Dank, weil sie einem sozusagen so da kartkräftig unterstützt. Danke, Schatz. Und während er so total zufrieden nickt, kannst du sehen, wie er gerade seinen total vollgewucherten Vollbart noch so ein bisschen nach oben dreht und das andeutet, macht sich so ein paar Spitzen nach oben in den Oberlippenbart. Oh, sieht das toll aus, zumindest findet Rodrigo das. Ja. Gut. Ich küsse ihn und mach die Augen zu, da muss ich das gerade nicht sehen. Wir schreiben den 14. Firun, immer noch mitten im Winter, aber in Kuntium eben angenehm, ja, warm, ne? Jalan hat sich mittlerweile rasiert, so ein kleines Rasiermesser, was man dir dann da hingelegt hat, und das ist dann auf alle Fälle schon durch. Und wenn Rodrigo möchte, kann das natürlich auch geschehen. Ansonsten ist euch natürlich auch angepriesen worden, dass ihr euch hier auf offener Straße bei einem Barbier dann verpflegen lassen könnt. Die Thunamiten schätzen die Rasur bzw. die Körperpflege und erheben das zu einer Kunst, sodass man da dann auf offener Straße dann rasiert werden kann. Und sie haben hier wohl auch Spezialtechniken, dass sie dir dann irgendwelche Nasenhaare auch noch rausziehen oder deine Ohrhärchen abbrennen und dann mit irgendwelchen verschiedenen Bändchen arbeiten, um da die Härchen einzeln rauszudrehen. Also es ist eine Kunst. Lassen damit. Meine Nasenhaare und meine Ohrenhaare gehören genau dahin, wo sie sind. Es ist eine Kunst. Forscher unterstützt dich tatkräftig darin, dass es dir auch ausgezogen. Ah, okay, wenn es sein muss, Schatz. Ja, irgendwie halbe Stunde später bekommst du dann ein Parfüm aus Blumenextrakt, reibt da einmal kurz vor den Händen zusammen und packt sie dir dann an die beiden Wangen, sodass es erstmal schön anfängt zu brennen, und damit ist dann die Rasur auch durch. Du riechst gut und du bist wieder ansehnlich. Was ist das denn für ein Mist? Das ist ja Hühnerkacke, oder? Brennt! Das riecht besser, aber das brennt wie Hühnerkacke. Oh, Rodrigo, du siehst gut aus und du riechst so gut. Alles klar. 14. Firun, 9 Uhr. Ihr seid erholt. Zwar steckt immer noch der einen Monat Maraskan in euch, aber den baut man nicht in einer Nacht ab. Aber ein frischer Tag erwartet euch und überall ist es proppevoll wieder. Ja, wer möchte anfangen? Wir fangen einfach mal bei Brindigian an. Jetzt beim Frühstück? Meinetwegen, wir können auch den Frühstück noch ausspielen, wenn ihr irgendwie gemeinsam alle da sitzen wollt und frühstücken. Oder na, ich hatte ja einen konkreten Plan vorgeschlagen. Gut, dann also machen wir das so. Ich hatte ja schon gesagt, was wir machen, und wenn die anderen damit einverstanden sind, dann wäre das wahrscheinlich was zum Durchspielen. Oder alles klar. Also beim Frühstück würde ich ganz gerne einmal sagen, ich brauche einmal das gesamte Geld, dann gehe ich das ganze Geld jetzt hier umtauschen in der Bank, oder? Wie soll ich das am besten machen? Na, der Plan war ja, das Geld durchzuzählen und dann zu sagen, man geht dann die Schulden begleichen und schreibt quasi gleichzeitig auch, was man alles braucht und guckt dann, wie viel Geld man noch übrig hat. Das war das, was Boscha vorgeschlagen hatte. Also da müsst ihr euch ja auch eigentlich nicht für trennen. Da lauft ihr gemeinsam mit allen 5 bzw. 6 mit Myria in die Nordlandbank, bezahlt da direkt dann die ersten Schulden und lauft von da aus dann zum Wächstempel, um da die zweiten Schulden zu bezahlen. Ja, ich wollte ja mit Washer deswegen weg, weil ich ja organisieren wollte, dass er von da aus irgendein Boot kriegt. Ich wollte organisieren, dass wir an dem Abend woanders schlafen können, und ich wollte ihm eine Reihe Menschen für seine Massage organisieren. Ja. Ist halt die Frage, ob man das getrennt oder gleich macht. Also das ist jetzt nur der Vorschlag von mir, dann habt ihr es einmal auch mit der Kasse durch, dass ihr dann auch jeder irgendwie ein bisschen ein Handgeld oder sowas bekommt, weil aktuell lauft ihr komplett ohne Geld rum, sondern nur mit diesem großen Wechselschein. Aber okay, wir wechseln wieder zurück in diesen Innenhofbereich vom Hotel Thulamidia. Mhm. Sitzt da, wie gesagt, in so einem kleinen Wasserlauf, und euch wird gerade eine Melone gebracht. Die wurde dann irgendwie offen aufgeschnitten. Habt wohl noch irgendwie so ein paar letzte Hörnchen oder sowas aus einer Bäckerei. So Bornsche Qualität direkt aus der Nähe, noch richtig schön warm.
Da gibt es dann ja so Roggenbrot, Pfannkuchen, Butterkringel und was das Herz begehrt, sodass ihr da richtig schön frühstückt. Hat natürlich alles seinen Preis, aber das wird schon irgendwie passen. Und ihr habt gerade den letzten Bissen verschlungen. Da kommt, wie gesagt, der Wirt nochmal mit einem Nachschlag und bringt euch so eine offene Melone, die er einmal umgerührt hat, sodass das nur noch Melonensaft ist. Die ganzen Kerne sind raus. Und ihr könnt da dann ja so angeschnittene Halme reinstecken, wo aus denen ihr dann da trinken könnt. Ja. Man schaut auch mal nach, was Myria in die Gruppenkasse einzahlt. Oder sie sagt ihr ja? Myria hat nichts, deswegen war sie so froh, ja zu sagen. Okay, dann wird Rodrigo im Nachhinein auch sagen, gut, Familie ja, Gruppenkasse nicht eingezahlt, Gruppenkasse nicht dabei, alles klar, passt. Ja, also sie hat keine Ausgaben und sie läuft unter Jalan, also Peng. Okay. Ich zahle ihren Shit mit. NPCs werden keine Gruppenkasse, also sie nehmen nichts raus und sie tun nichts zahlen rein. Zahlen also, sein, gut. Genau, also sie läuft unter Jalan. Also hat sie Nein zur Gruppenkasse gesagt und Ja zur Familie? Nein, also sie hat Ja gesagt und das Geld, was dann sie von Jalan bekommt, das kommt dann in die Gruppenkasse rein. Also sie wird nette Tipps geben nach dem Motto, hey, kauft euch das mal das und das. Und wenn ihr halt sagt, ja, okay, ist irgendwie schon ein richtig guter Tipp, dann kauft ihr das halt oder nicht. Aber sie hat ansonsten kein wirkliches Mitbestimmungsrecht. Also sie sagt immer das, was die Mehrzahl sagt. Nicht das, was Jalan sagt, sondern das, was die Mehrzahl sagt. Solange sie ihre Füße unter meinen Tisch stellt. Ja, alles klar, ihr sitzt beim Frühstück. Also, ich habe das Geld jetzt durchgezählt, nochmal heute Morgen kurz vorm Frühstück. Jeder von uns würde 205 Dukaten auf die Hand bekommen und dann wären noch ein paar Dukaten sozusagen, die direkt in der Gruppenkasse sozusagen erstmal verweilen. Oder wir lassen alles in der Gruppenkasse. Wie wollen wir das handhaben? Wir sollten also, vielleicht nicht jeder mit 205 Dukaten durch Kronschaum laufen. Ich verstehe es nicht, warum ihr mich da so anschaut, aber mir ist das auch zu schwer. Ich meine nicht nur euch, ich meine, wir kamen ja kaum aus dem Hafen raus, ohne dass man uns die Taschen leer gemacht hat. Wie wäre es denn, wenn wir erstmal aufschreiben, was wir brauchen und dann erstmal so viel Geld mitnehmen, wie das, was wir besorgen wollen und den Rest erstmal hier lassen, irgendwo versteckt? Was hier verstanden? Ja, also. Ich meine, in der Bank ist doch sicher. Dann müssten wir es aber erstmal A bis zur Bank bringen und B müssten wir jedes Mal dorthin gehen und es wieder abholen, wenn wir was brauchen. Können wir nicht doch erstmal schauen, wie viel wir brauchen. Können wir nicht mit diesen seltsamen Wechselscheinen bezahlen? Aber wenn wir die uns klaut, sind wir auch das Geld los. Also das ist im Endeffekt das gleiche Jalan. Ja, wir können diesen Wechselschein bestimmt auf eine gewisse Art und Weise bezahlen. Aber das ist das gleiche wie Bargeld. Können wir es nicht machen wie zu Hause? Können wir es nicht machen wie zu Hause und der Händler geht einfach zur Bank und sagt, er holt in unserem Namen sein Geld ab? Ihr seid aber verwöhnt. Das ist hier das Grundschirm, das wird hier nicht so funktionieren. Wenn es das rumspricht, dann habt ihr bald kein Geld auf dem Konto. Zu Hause machen wir das immer so. Der Bäcker geht zum Wechsler hin und sagt, er holt das Geld und fertig ist es. Jalan, ihr seid immer von Stand. Das läuft hier aber anders. Wir sind hier nicht in Schnatterburg. In Schnatterburg gibt es auch keine Banken, Myria. Aber ein Bäcker. Aber wo? Aber ein Bäcker. Nun. Aber auch ich möchte es nochmal sagen, wie wäre es, wenn wir erstmal aufschreiben, was wir brauchen und dann schauen, wie viel Geld wir überhaupt mitnehmen müssen in die Stadt. Ja, ich weiß nicht, was kosten Rüstungen denn heutzutage so? Genau, weiß ich es auch nicht. Weil mein letztes Hemd war geerbt. Also ich brauche ungefähr 10 Dukaten für neue Ausrüstung. Ich kann euch auf jeden Fall ein paar Tricks zeigen, wie euch das Geld nicht so schnell entwendet wird. Ich habe auch schon viel mit Leuten zu tun gehabt, die, naja, von sowas leben müssen und ich kann euch zeigen, wo ihr, naja, das Geld gut versteckt. Rodrigo, stell dich mal vor mich. Ja, stell dich mal vor dich. Und dann demonstriere ich jetzt halt, ich weiß nicht, wie weit ich das zeigen oder ausspielen soll, aber ich würde halt so ein paar Sachen zeigen, am Körper stellen, wo eben die Diebe nicht so leicht hinkommen oder auch, wenn einen Leute anrempeln, worauf man achten sollte und Ja, also das sind höchstwahrscheinlich auch die Intimzonen. Das mag zwar sein, dass man da mal gestreift wird und auch gerade mal der ein oder andere in Anführungsstrichen Perverse, der dann auch mal hingreift, aber das ist dann kein Taschendieb. Das heißt, für Frauen kommen dann natürlich dann die Brüste in Frage und für Männer dann, Hosentaschen kann man sich da auch noch irgendwie weiter innen einnähen lassen. In den Stiefeln natürlich auch. Genau, in den Stiefeln Sachen. Oder im Hut oder also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Um den Hals. Im Beutel um den Hals.
Kannst du auf alle Fälle dann so den einen oder anderen Trick zeigen. Würfel mal Gassenwissenprobe. Okay. Und dann noch einen Lehren hinterher. Dann kannst du die so ein bisschen ausstatten. Mit Tipps. Lehre nicht unter Wissen? Nee, in Ehrengesellschaft. Ja, das sieht doch gut aus. Kommt ein paar Tipps bei rum. Okay. Ja, wird das eben auch genau demonstrieren, eben auch nochmal Ephadaios besonders. Ihm was zeigen. Können wir nicht einfach zum Chortempel gehen, uns zwei Leibwachen anheuern und die kümmern sich dann rum? Jetzt seid doch nicht so ungeduldig, ja, dann ist es auch für euch gut, wenn ihr durch Städte reist, wenn ihr sowas wisst. Also, ich will nur einmal kurz wissen jetzt hier, wir zahlen unsere Ausrüstung auch komplett davon oder wir zahlen jetzt hier von der Gruppenkasse oder wir zahlen sozusagen erstmal die Schulden und dann teilen wir das Geld auf? Wie genau wollen wir das jetzt handhaben? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Dafür, dass ich ja der Kassenwart sein soll, sollte mir das klar sein. Lass uns doch erst einmal in Erfahrung bringen, wie viel wir überhaupt brauchen, also für so Kleinkram. Kleidung, normale Kleidung und sowas, da braucht man über... Wenn will, dann ist das keine Kleinigkeit. Dann also ich dachte, genau, diese großen Sachen sollte dann halt in Erfahrung bringen. Genau, also wir können das jetzt einmal kurz durchgehen. Brindigian, du brauchst zwar jetzt nur 10 Dukaten für eine neue Magierrobe, das ist nicht so teuer, aber du willst auf alle Fälle noch Zauber lernen. Also was brauchst du? Ungefähr 100 Dukaten? Nicht ganz, ne, 80 ungefähr. 80, alles klar. Dann Ephadaios, wie viel brauchst du? Ja, ich brauch so 5 Dukaten. 5 Dukaten für Kleidung und Schnickschnack, würde ich sagen. Okay, nee, weil nee, du willst Rest... ja, du willst ja irgendwie deine Haihaut bauen. Genau, also ich baue mir die meisten Sachen halt selber. Ich brauche eigentlich nur halt so Garn dafür. Ja, das ist das toll. Werkzeug, ich weiß nicht, ob man sich das kaufen muss oder ob man sich das auch leihen kann. Das kommt jetzt drauf an, ob du bei einer Werkstatt sowas basteln willst und dann auf die Qualität der Werkstatt. Oder ob du da sowas selber kaufen willst, dann zum herausragenden Herstellen von Lederarbeiten, um da die Haihaut zusammenzufertigen oder diesen Lederschild. Also ich würde sagen, dass ich da besser aufgehoben bin bei einer hiesigen Werkstatt, wenn ich dagegen einen kleinen Obolus die Räumlichkeiten nutzen dürfte. Jo, alles klar. Dann brauchst du da irgendwie, ich sag jetzt mal, 5 Dukaten, um da dann dir so einen eigenen Platz dann zu mieten, weil das dann ja auch... Verluste, die haben, die können dann ja in der Zeit, wo du da bist, nicht arbeiten. Das heißt, du brauchst 5 Dukaten für die Werkstatt und nochmal 5 für irgendwie Kleinkram, also 10 Dukaten. Rodrigo hatte auch eine Rechnung reingestellt. Ja, mit dem Kakabo, also wenn ich sozusagen jetzt hier, also wenn ich sozusagen das meistliche Kettenhemd nehmen würde, dann 100 Dukaten. Ansonsten, das meistliche Kettenhemd kostet ja irgendwie das X-fache, wie so ein nachkommensschneider Kettenhemd kostet, dann das bin ich wahrscheinlich irgendwie so bei 20 Dukaten. Also ohne das Kettenhemd bin ich bei etwas mehr als 10 Dukaten. 10 Dukaten paar Silber oder so. Ja, wenn ich kein Kettenhemd kaufe. Wenn du das meisterliche Kettenhemd hast, dann. Dann bin ich bei 100 Dukaten. Ja, genau, okay. Und wenn ich sozusagen noch eine vernünftige Waffe dazu haben will, dann wären das 135 Dukaten mehr für die Waffe, deswegen dann 235 im schlimmsten Falle. Okay. 135 alleine für die Waffe. Ja, weil du eben sagst, 200, glaub ich. Wascher braucht gar nicht so viel, ne? Nur neue Kleidung. Ich brauche im Prinzip einmal so eine Grundausrüstung an Kleidung, dann vielleicht noch ein neuer Korb, weil der Korb wird ja auch gelitten haben für die Schlange. Mhm. Noch eine neue Waffe, aber ein Dolch reicht mir ja, also es wird nicht so ganz teuer sein. Du kannst dann bei der Dolchqualität kannst du natürlich nach oben gehen oder die Kurzschwerter kaufen, das geht natürlich auch alles, ne? Ja, da Wascher keine Ahnung hat, würde sie wahrscheinlich das Diego einfach überlassen, ihr da irgendwas mit zu besorgen, oder zumindest mit ihr zu gehen, weil das weiß der Charakter nicht, wo er soll das wissen. Ja. Also du kannst mal bei Rodrigo im Thread gucken, das ist denn sowas wie Kleidungsset, je nachdem welche Qualität du haben willst. Also für normale Gosse hast du dann sowas wie 3 Silber. Und wenn du dann auf einen Hofball oder sowas gehen willst, dann ist das eine Dukate. Ja, wird ja auch, also bei mir ist es auf jeden Fall nicht die Sache. Alle anderen werden da mehr Probleme haben. Ich werde auf jeden Fall locker hinkommen mit meinem Geld, weil ich brauche nicht viel. Okay, also das heißt, wenn du nur bei einem Dolch bleibst und dir kein Kurzschwert leistest, dann ist das quasi 2-3 Dukaten mehr. Ist das... Ja, dann kann ich ja nur ein Kurzschwert dazu nehmen, bin immer noch am günstigsten von allen. Bist du, auf alle Fälle. Ja. So, und Jalan hat auch eine Rechnung im Forum. Ja, also ich komme auf etwa 150 plus was auch immer wir Myria anziehen wollen. Ja, Myria hat Ausgaben, sind egal. Nicht, wenn sie ein Kettenhemd haben soll.
Aber wie Forst schon sagte, sie zahlt ja im Prinzip nicht wirklich ein, also denke ich, zahlt sie auch nicht aus. Die hat Plotgeld und das Plotgeld reicht, um sich sozusagen jetzt hier eine kleine Rüstung zu kaufen. Richtig. Die Frage ist, ob sie sich jetzt ein Kettenhemd kauft oder nicht, aber das können wir dann ja sozusagen mal im Forum klären. Sie schreibt halt einen Brief an ihren Vater und berichtet dann eben von den Sünden, die du getan hast, und er sagt dann, dieses meisterliche Kettenhemd wird dich schützen vor Unbill und Gefahren. Geh in die Nordlandbank. Also das, was jetzt in meinem Thema steht, sind 133 Dukaten und 3 Silbertaler plus was Ausbessern der Waffe kostet, also 2 Dukaten oder so. Gut. Wenn wir jetzt also erstmal mit diesen 230 Dukaten für jeden rechnen, dann ist auf alle Fälle niemand über seinem eigentlichen, also niemand ist über diese 230 Dukaten hinaus, und da bleibt dann auf alle Fälle noch viel Geld über. Müsst ihr euch überlegen, was ihr dann mit dem Restgeld macht, ob ihr das dann wieder in eine Gruppenkasse tut oder wie das dann gehandhabt wird. Aber, wir könnten auch zum Beispiel sagen, dass wir die 200 Dukaten, also wir haben zum Beispiel 30 Dukaten, da könnte man sagen, jeder gibt 50 Dukaten oder es werden 150 Dukaten gegen ausgezahlt und der Rest kommt in die Gruppenkasse, in die Gesamtgruppenkasse, und davon werden dann eben wirklich Gemeinschaftsgüter wie Verpflegung oder sonst was, ja. Ja, finde ich gut. Dadurch, dass Yalan mit seinen 150 Dukaten am teuersten ist, sagen wir einfach, jeder bekommt jetzt 150 Dukaten auf die Kralle als Handgeld und kann damit tun und lassen, was er will. Und 80 Dukaten verbleiben im gemeinsamen Topf. Willst du da irgendwie die Händler ausspielen und dann irgendwie Verhandlungsproben würfeln? Nein. Preise, was willst du? Nein, also wie gesagt, wir machen hier kein Hartwursten, wie Cornen das eben so schön schrieb. Ich möchte, dass ihr wisst, was ihr kauft, was ihr habt, was in eurem Rucksack drin ist. Und wenn ihr das jetzt unbedingt ausspielen wollt, dann mache ich das auch mit euch. Und dann können wir uns da hinsetzen, Tee trinken, Kaffee und Kuchen und Kekse. Und dann können wir meinetwegen auch gerne rot und weiße Kamele und Wasserpfeife, können wir alles gerne tun. Aber wer das nicht will, der bekommt dann seine Sachen über diesen Tag verteilt in der Stadt. Das heißt, ich schreibe jetzt gleich einfach in den Kommentar rein, Rodrigo hat XY Dukaten ausgegeben. Und ja, dann werde ich das am Ende mal später zusammenrechnen. Was dann in der Gruppenkasse noch übrig bleibt. Gut. Und so können wir uns in der Pause nochmal hinsetzen und überlegen, was Wascher sich dann für ein Kurzschwert leistet, damit sie auch viel Schaden. Alles klar, dann möchte Wascher getrennt von der Gruppe ihre Kontakte pflegen, ist das richtig? Ja. Yep. Gut, dann machen wir das als erstes. Da willst du Rodrigo nicht mitnehmen. Nee, du gehst jetzt in die Nordlandbank. Achso, ich dachte, davor hieß es, wir gehen alle mal zusammen rein, alles klar, wird wieder revidiert von der ersten. Ja, ich hatte das auch so gedacht, aber Wascher wollte ja irgendwie getrennt gehen. Ich hatte es ja versprochen, ich hatte Ephadaios zugesagt, dass ich mein Hausboot besorge und wie gesagt. Jemand für Reiherdienste, Massage, was ich. Und ja, aber ich finde, das sollten wir jetzt nicht hier einzeln ausspielen. Also wenn, dann sollte da schon ein Teil der Gruppe mitkommen, damit wir nicht immer gesagt, vier Leute haben, die wir. Naja, aber wir werden jetzt so oder so in der Sandbox werden wir uns jetzt trennen. Also das hatte ich ja angekündigt. Wenn wir jetzt, also du willst irgendwie ins Waffenier-Tempel oder ein Effa-Tempel und Yalan will in den Praios-Tempel und Feuersturm-Tempel und Bredigian will in die Magier-Akademie. Und dann will noch jemand den Core-Tempel, also wir müssen jetzt so oder so sandboxen und das aufteilen. Also da führt halt jetzt in so einer großen Stadt kein Weg drumherum. Ja, aber da können wir doch meistens noch einen anderen Helden mitnehmen. Ja, gut, dann... Warum meinst du nicht? Ich kann Rondigo okay, dann auch mitnehmen, dann sage ich jetzt, dann sag ich jetzt einfach mal, Wascher kommt mit. Das heißt, da zwinge ich dich jetzt zu, einmal Nordlandbank okay. Die Schulden bezahlen. Und dann machen wir gleich nach der Pause alle gemeinsam die Szene im Fex-Tempel. Und nach dem Fex-Tempel könnt ihr euch dann trennen, könnt dann einkaufen, beziehungsweise ihr, meinetwegen habt ihr auch schon eingekauft, dann können wir gleich zum 15. Firon springen. Also einen Tag später, nachdem ihr dann alle Kleidung und Klamotten eingekauft habt, seid ihr dann wohl ausgestattet. Mit einem kleinen Handgeld könnt ihr dann, wie gesagt, durch Praios-Tempel und Schmiedeviertel und... hast du nicht gesehen, könnt ihr dann rumlaufen, sodass wir dann diesen Tag komplett überspringen und sagen, ihr habt bereits eingekauft und so weiter und so fort. Machen wir das so? Okay. So, und dann kann sich eben noch jemand überlegen, ob man in Praios Tempel noch Leute mitbringt oder ob man in die Magierakademie jemand mitnimmt, ob man ins Maraskan-Viertel irgendjemand mitnimmt, zum Core-Tempel, kann ja sein, dass da noch irgendjemand mitgehen will, weil
Ja. Ach ja, ich habe 9 Dukaten Schulden beim Chor-Tempel. Stimmt. Das sind aber deine Schulden. Stimmt.